Landwirt Praxisvideo. In der Steiermark suchen viele Landwirte nach Alternativen zum Maisanbau. Das massenhafte Auftreten des Maiswurzelbohrers zwingt zur Fruchtfolge. Weil Mais in dieser Region aber sehr hohe Erträge liefert, kann er von einer Kultur alleine nicht ersetzt werden. Aus dieser Problematik heraus haben wir in einem Versuch Hirse nach Getreide angebaut. Das Getreide wurde zuvor als Ganzpflanzensilage für eine Biogasanlage geerntet. Die Hirse haben wir mit verschiedenen Systemen ausgesät. Mehr dazu von Dr. Karl Mayer von der Landwirtschaftskammer Steiermark. Wir verwendeten hier auf diesem Standort 4 verschiedene Anbausysteme, und zwar mit dem Pflug, Saatbettbereitung. An zweiter Stelle haben wir hier die Direktsaatmaschine von Horsch, den Express, verwendet, und zwar mit einer vorhergehenden Grundbodenbearbeitung Grupper. Das gleiche Gerät noch einmal ohne die Grundbodenbearbeitung Grupper und schlussendlich die Direktsaatmaschine von Horsch, den Sprinter. Die Horsch Express ist eine Drillsaatmaschine mit kombinierter Scheibenegge. Bearbeiten, rückverfestigen, säen und andrücken erfolgen in einem Arbeitsgang. Die hohe Fahrgeschwindigkeit von 10 bis 20 km/h ermöglicht eine intensive Bodenbearbeitung ohne Zapfwelle. Der Packer mit Wellenprofil bereitet das Saatbett ganzflächig für die Säschare vor. 4 Gummidämpfer übertragen auf jedes Schar einen Druck von bis zu 120 Kilogramm. Der Horsch Sprinter ist eine Zinkensämaschine, mit der sich Saatbettbereitung, Saat und Düngung in einem Arbeitsgang kombinieren lassen. Ihre Stärken spielt sie vor allem in der Mulchsaat aus. Der mehrbalkige Rahmen wird von den vorauslaufenden Stützrädern und dem Tandempacker getragen. Die Säschare legen die Körner in Bändern ab. Ein Striegel sorgt für gleichmäßige Abdeckung. Zum Schluss drückt ein Reifenpacker jedes Saatband an. Welche Hirsesorten wurden im Versuch gesät? Wir haben hier nicht die klassische Biomasse-Hirse für die Saat verwendet, sondern wir haben hier Silo-Hirse, die etwas mittelwüchsiger ist, mit einer Wuchshöhe von maximal 3 Metern, und auf diesem Standort hier eine Körnerhirse verwendet. Der Vorteil dieser beiden Hirsetypen im Vergleich zur Biomasse-Hirse liegt darin, dass sie weit, weit standfester sind als die Biomasse-Hirse, die weit höherwüchsiger wird, die teilweise bis zu 5 Meter hoch wird und damit enorm lageranfällig ist. Der Versuch sollte klären, ob der Anbau von Hirse als Zweitfrucht nach Getreide sinnvoll ist. Die Ergebnisse unterscheiden sich je nach Art der Bodenbearbeitung und Saat. Bei den mehrmaligen Monitoren, die wir hier durchgeführt haben, wurde sehr schnell ersichtlich, dass die Pflugvariante auf diesem Standort die beste Variante war. Sie zeigte das in einem besseren, regelmäßigeren Feldaufgang, der sehr rasch über die Bühne ging. Wir hatten hier auch die höchsten Pflanzenzahlen gezählt im Vergleich zu den anderen Systemen. Und auch darin liegt schon einmal ein kardinaler Punkt, der hier zu verbessern ist. Wir müssen bei diesen Direktsä-Systemen auf alle Fälle eine bessere, genauere Saatgutablage erwirken, dass also auch die Pflanzenzahl, die dafür notwendig ist, um hohe Erträge zu erzielen, vorhanden ist. Das Zweite, das ersichtlich wurde, war, dass die Grundbodenbearbeitung oder die Tiefenlockerung entscheidend für den Ertrag war. Je tiefer hier gelockert wurde, und das dürfte im heurigen Jahr, das sehr niederschlagsreich war, von großer Bedeutung gewesen sein, hatten wir einfach mehr Luft im Boden, was die Pflanzenentwicklung absolut begünstigte. In unserem Versuch wirkte sich das auch auf den Ertrag aus. Wir hatten hier bis zu 8 Tonnen Trockenmasseertrag, und das ist für diesen späten Anbau und diese doch sehr kühle Witterung des heurigen Jahres sehr erfreulich. Wie zu erwarten, sind diese höchsten Erträge bei der Variante mit Pflug eingefahren worden. Und bei den anderen Direktsaatmaschinen und Direktsystemen liegen wir 30 bis 40% ertraglich unter dem Pflugsystem. Die geringeren Erträge bei den Express- und Sprinter-Varianten lassen sich in erster Linie auf die flachere Bodenbearbeitung und die ungleichmäßige Saatgutablage zurückführen. Teilweise wurde viel zu tief gesät. Das hat die Pflanzen in ihrer Entwicklung zurückgeschlagen. Mit optimaler Saatbettbereitung, exakter Saatgutablage und angepasster Saatstärke ließen sich die Erträge sicher noch steigern. In trockenen Jahren und auf Böden mit guter Luft- und Wasserversorgung könnten die Direktsaatverfahren besser zur Pflugvariante aufschließen. Welche Schlüsse lassen sich aus dem Versuch ziehen? Dass die Bodenbearbeitungstiefe einen enormen Einfluss auf die Ertragsbildung zeigt. Je tiefer hier gearbeitet wurde, zum Beispiel mit dem Pflug auf 25 cm oder bei Horsch Express mit dem vorhergehenden Gruppeinsatz, haben wir die nötige Bearbeitungstiefe erreicht, um der Pflanze in diesem feuchten Jahr die ausreichende Entwicklung sicherzustellen.
Das Zweite, was wir aus diesem Versuch lernen, ist, dass wir unbedingt darauf achten müssen, dass die Pflanzenzahl, die notwendige Pflanzenzahl vorhanden ist. Und die wird sichergestellt durch eine saubere Tiefenablage. Geschwindigkeit bei den Direktsaatmaschinen ist sicherlich vom Vorteil, aber die momentan ausgewerteten Ertragsminderungen von 20 bis teilweise 40% können durch die billigere und raschere Bestelltechnik nicht kompensiert werden. Weitere Versuche sollen zeigen, ob sich Hirse nach Getreide auch zur Körnerreife bringen lässt. Den ausführlichen Versuchsbericht mit allen Ergebnissen finden Sie in der Landwirt-Ausgabe 1/2015.